Und willkommen zurück, ihr kleinen Lobis, bei Minecraft. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte schon sagen. Hey. So. In der letzten Folge haben wir uns ja die Ziegel noch am Ende gebrannt. Aber soweit sind sie noch nicht fertig, weil das Spiel ja nicht weiterläuft, wenn ich offline bin. Und ja, am besten gehen wir gleich wieder in die Höhle hinein. Oder was wollten wir in der nächsten Folge eigentlich tun? Ich hab's ganz vergessen. Was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Zum Beispiel erstmal holen wir uns den Apfel hier. Und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen rumgucken. Ja, rumgeistern. Und mal gucken, was wir hier so noch haben. Am besten gehe ich aber gleich erstmal in die Höhle hinein. Und jetzt craften wir uns erstmal wieder was. Boah, da brauche ich richtig viele Ziegelsteine. Ich will mal kurz gucken, geht das? Ja, perfekt. Dafür brauche ich sogar nur drei Stück. Mache ich mir erstmal ein paar Blumentöpfe fertig. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns ein bisschen Kohle mit, Leute, richtig? Ein bisschen Kohle, aber nur ein bisschen Eichenholz. Oder nee, haben wir noch das Schwarze? Zufälligerweise? Nee, habe ich alles aufgebraucht. Aber ein paar Sticks haben wir. Genau, und in der letzten Folge haben wir uns auch eine Rüstung gemacht, einen Brustpanzer. Mal gucken, vielleicht finden wir dieses Mal auch wieder was. Und ja. So, vielleicht werde ich diese Folge auch ein bisschen cutten. Beziehungsweise ein bisschen kürzer, nur ein paar lustige Stellen werde ich benutzen. Ach, hier haben wir die ganze Kohle hergeholt. Okay. Genau, da hinten ging es weiter. Spitzhacke ist fast im Arsch, aber das ist kein Problem. Und ich weiß auch gar nicht, wieso das Spiel eigentlich nur 20 FPS hat. Ich glaube, das liegt an den Shadern. Weil das andere macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Ja, 20 FPS. Leute, ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, woran das vielleicht liegen könnte. Und ja, was kann ich noch ändern eigentlich hier dran? Steuerung. Eigentlich nur Grafikeinstellungen. Erweiterte. Bringt das wirklich was? Eigentlich nicht so, aber es läuft ein bisschen flüssiger. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Wie lange das flüssiger Laufen hält. Aber wir nutzen es erstmal aus. Hier haben wir ein bisschen Eisen gehabt eben. Und da haben wir schon eine Spinne. Und einen Zombie. Das machen wir einmal. Ja, zack, zack. Ich hoffe, ich werde von hinten nicht attackiert. Irgendwie, irgendwo. Allein in Mexiko. Anita, so. Und zwar haben wir hier gleich wieder eine Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Geh weg. So, am besten gehen wir gleich wieder nach oben. Ich will mir nicht hier so viele Monster anlachen. Und gucken erstmal die andere Richtung an, nicht, dass uns einer von hinten attackiert. Das wäre richtig mies, würde ich mal sagen. Vielleicht ist da auch ein Dungeon oder irgendetwas, wo wir da eben waren. So, hier haben wir wieder ein bisschen Eisen. Das können wir uns gleich auch mitnehmen. Oh, ich wollte schon gerade sagen, ist ja ein Creeper. Und hier können wir runterspringen, das tun wir aber nicht. Denn wir nehmen erstmal unser ganzes Eisen hier mit, was wir hier finden. Haben wir hier noch irgendwo was? Und genau, ich sollte die. Genau, das stimmt ja. Musik und sowas sollte ich ein bisschen lauter einstellen. Damit man auch was mitkriegt vom Spiel. Denn sonst kriegt man nicht so viel mit. Und das will ich natürlich nicht. Ich möchte euch natürlich ein bisschen belustigen, bespaßen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Wo kommen die? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Leute, von wo kommt ihr denn? Hä? Bist du blöd? Von wo kommt ihr denn alle an? Sag mal. Sag mal, bin ich bescheuert oder sowas? Aber im Ernst, Leute, das gibt's doch gar nicht. Die kommen aus nichts, oder wie? Hä? Ich verstehe es nicht. Ist mir, glaube ich, zu viel gerade. Vielleicht sind die mir auch eben hinterhergerannt, als ich da unten war. Kann natürlich auch sein.
Aber so eine gute KI haben die doch gar nicht. Beziehungsweise so weit können die mich doch gar nicht sehen. Naja. Lassen wir es mal gelten, würde ich sagen. Obwohl, jetzt läuft das Spiel eigentlich flüssiger. Wundert mich sehr gerade. Dass es nur daran liegt. Keine Ahnung. Zack. Und wir bekommen wieder richtig viel Erfahrung. Da ist schon wieder ein Zombie. Geh weg. Bist du blöd? Bist du blöd? Bist du blöd? Bist du blöd? Hä? Woher kommen die denn? Ich glaube, bald hier ist ein Spawner in der Nähe. Lol. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Aber okay. So, nehmen wir das mal wieder mit. Bin ich blöd? Das Blöde ist, wenn wir nachher nicht aus dieser Höhle hier rausfinden. Dann bin ich hier am Arsch. Nein, nicht das Eisen. Oh, bin ich blöd? Jetzt haben wir da ein bisschen abgesichert. Und jetzt können wir auch hier in Ruhe gucken. Und da hoffe ich, dass mich keiner von hinten attackiert. Bestimmt gleich so Trillionen Monster. Creeper und alles. Ich bin bewaffnet, Leute. Ich kann euch alle fertig machen. Glaubt mir. Eigentlich reicht das schon, was ich an Eisen habe, um eine komplette Rüstung zu machen. Das wäre natürlich auch sehr schön. Nehmen wir mal erstmal das hier wieder mit. Und dann nehmen wir dies mit, das mit, dort mit, hier mit. Alter Finne. So. Zack. Zack. Hier gibt es so viele Kohle. Kohle. Und nun kann ich eh nicht mehr ausleuchten, weil ich eh nichts dabei habe. Stimmt, da war ja was. Doch, ich kann da runtergehen. Wollen wir runtergehen, Leute? Ich glaube, ihr würdet ja sagen. Egal, dann gehen wir runter. Ich sehe nichts. Oh, hier ist ein Dingens, eine Fledermaus. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter, wenn ich hier nichts sehe. Lol, das Gras. Das Eisen, das Gras. Nehmen wir mit. Ich hasse es, wenn sich Creeper anschleichen oder sowas. Weil das wäre jetzt nicht so schön. Du siehst mich nicht. Wenn da ein Creeper ist, du siehst mich nicht. So, nehmen wir noch das Eisen hier mit. Supergeil. Am besten nehme ich hier noch die Pilze mit. Weil dann können wir uns noch ein paar Pilzsüppchen machen, wenn wir nicht genug haben. Obwohl, das sollten wir eigentlich. Und dann können wir eigentlich auf Höhlentour gehen. Obwohl wir schon auf Höhlentour sind. Aber danach können wir richtig auf Höhlentour gehen. Weil ich ja jetzt genug an Eisen habe, können wir uns also eine schöne Rüstung machen. Ein paar schöne Waffen. Und dann können wir losgehen. So. Zack. Und nehmen wir noch das hier mit. Und das hier. Ich darf das Eisen da oben nicht vergessen. Und das ist schon wieder so viel Kohle. Also von Kohle, da kriegt man so schnell ein paar Stacks voll. Das ist unnormal. Unnormal ist sowas. Und da ist auch noch Kohle. Ich glaube, ich nehme die erstmal mit und das reicht dann. Weil so viel brauche ich ja gar nicht. Und die ganze XP schwirrt um mich herum. Oh nee. Oh nee. So. Dann haben wir das. Dann nehmen wir hier nochmal was mit.
Und von der Framerate sieht das auch alles geil aus. Und die Höhle wird noch viel größer. Ah, da komme ich nicht dran. Okay, da komme ich wirklich nicht dran. Egal, kein Ding. Machen wir uns erstmal auf den Rückweg. Weil von der Zeit sieht es schon mal richtig gut aus. Und dann können wir nochmal schnell unser Eisen braten. Sind wir hier richtig? Ich glaube, hier sind wir richtig. Beziehungsweise ich bin hier richtig. So. Hier nochmal hochgehen. Und draußen ist es bestimmt dunkel. Jupp. Können wir uns nochmal schnell schlafen legen. Und jetzt habe ich auch das Gute ist, ich habe jetzt eine Rundumsicht. Und da sehe ich zum Beispiel das Skelett. Und es ist fertig gebrannt. So, dann machen wir hier mal zack. Schmeißen das Eisen rein. Hier unten schmeißen wir mal noch ein paar Kabels rein, denn wir wollen ja was haben an Clean Stone beziehungsweise normalen Steinen, damit wir weiterbauen können. So, dann legen wir uns mal schnell ins Bett, damit wir noch ein bisschen was vom Tag hier haben oder von der Aufnahme. Oh, und dann geht es jetzt auch gleich wieder raus, weil ich muss ja auch noch mein Haus hier fertig bauen. Es wird sonst nie fertig, mein kleines Stubenhüttchen. Ich wollte schon sagen, sah die Kiste immer so wie zwei Kisten aus. Aber ja. Super, dann können wir uns schon mal Schuhe machen. Ein Schuhschuh. Paar Schuh. So. Mehr Rüstung, mehr für mich. Ach ja, ich liebe die Sonne. Wie es aussieht, ist die KI wirklich besser geworden. Und wir gehen jetzt mal hier runter. Und dann krallen wir uns mal kurz das Skelett. Weil mich das schon wieder so komisch anglotzt. So, und gleich nehme ich dich von hinten und dann mal. Bam! Ja, so geht's natürlich auch. Ruckzuck haben wir es niedergestreckt. Und mal gucken. Jetzt können wir uns ja noch ein paar Bäume mitnehmen. In der Zeit. Gleich wird das noch schneller gehen, wenn ich eine Eisenaxt habe. Ah, sieht das schön aus. Mit dem ganzen Wald und allem. Hier kann man wirklich ein schönes Gebiet bauen. So. Und Leute, wenn ich am Wochenende Zeit habe, werde ich auch dieses Horror-Let's Play machen. Ein paar Tipps habe ich ja schon gekriegt von ein paar Leuten. Und dann kann ich das auch erstmal durchziehen. Und dann hoffe ich, dass es euch gefällt. Könnt ihr ja gerne dann in die Kommentare schreiben. Das dauert eh noch, bis die abgeschiebelt sind. Schmeißen wir das Holz hier rein. Knochen haben wir auch und das haben wir auch. So, 9. Können wir uns gleich eine Hose machen. Und dann brauchen wir jetzt eh nur noch, ja, noch zwei Eisen. Und dann haben wir das. Zack. Aus den Steinen konnten wir genau Ziegelsteine machen. Daraus können wir dann auch wieder was craften. Yes. Und wir haben genug dafür. Yeah. So, dann mache ich mir jetzt schnell einen Helm. Dann habe ich nämlich eine volle Iron-Rüstung schon in der kurzen Zeit. In der vierten Folge. Ging natürlich recht schnell. Packen wir mal die Äpfel zurück. Die Ziegelsteine auch. Und dann versuche ich in den nächsten Folgen erstmal auf Höhlenerkundung zu gehen. So. Nein. Oh. Meh. So. Genau. So gefällt mir das und stelle ich da nochmal eine Fackel hin, damit hier nichts Böses geschieht. Dann ist mein Haus auch super ausgeleuchtet. Für die nächste Aufnahme. So. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Dann können wir uns auch gleich mal unsere Ausrüstung machen. Zum Beispiel unsere Eisenspitzhacke. Oder unsere Eisenaxt. Sehr cool. So. Hä?
Du sollst die Eisenaxt nehmen und nicht die. Ich packe schon wieder alles hier hinein, damit ich mir bloß keine Arbeit machen kann. Muss. Hier kommt wieder einer hin. Hier machen wir nochmal einen hin. Und dann werden bestimmt auch wieder welche rumliegen. Nein? Nein? Okay, dann nicht. So. Dann jumpen wir jetzt schnell zurück ins Häuschen, machen die Tür zu, holen nochmal schnell ein bisschen Eisen und dann machen wir uns zwei gemütliche Schwertchen. Zack. Aus Eisen. Und das andere packe ich dann gleich rein. So. Und Leute, dann lasse ich jetzt noch das Eisen ein bisschen braten und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei Minecraft wieder. Und vergesst nicht, lasst konstruktive Kritik da und schreibt mir, was ich als Horror-Let's Play nehmen soll. Nicht vergessen und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Also bis morgen dann. Tschüss.